Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Hausflipper, dem Heim- und Handwerker-Simulator. Ja, wir sind nach wie vor unterwegs hier mit dem HGTV-DLC und sind in der Nachbarschaft unterwegs. Wir haben schon drei Häuser, haben wir schon absolviert. Wir haben einmal die Männerarbeit fertiggestellt und in der letzten Folge 100 Jahre Erinnerung. Und als erstes hatten wir den Neuanfang absolviert. Wir haben noch ein Haus, was jetzt hier noch freigeschaltet werden kann, nur eine Hälfte. Und den akzeptieren wir erstmal und schauen uns das mal an. Aha, guck mal. Zwei Parteien wahrscheinlich, ne? So, Mia arbeitet in der, was? Renoncierungs- und Vermietungsbranche. Ah, okay. Und sie erwartet ein Kind. Darum kann sie nicht so viel wie üblich arbeiten. Jemand muss ihr mit dem Haus für ihre Kunden helfen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte, das viel Arbeit benötigt. Okay, wir müssen auf jeden Fall richtig viel zu tun. Ja, haben einiges zu tun, ne? Wir sind auch schon am Budget, ne? 7506 Euro, zwei Entscheidungen und 10 Räume. Ne, da werden wir auf jeden Fall ordentlich was machen. Zwei Doppelhaushälften, die ist schwanger. Deswegen kann sie nicht so viel machen. Ich finde schade, dass die Charaktere, meine ich, glaube ich, die gleichen waren bisher. Ne? Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht macht man da noch ein bisschen was und passt da noch ein bisschen was an. So, zum Glück braucht das Haus keine grundlegenden Renovierungen, da es vor kurzem schon renoviert wurde. Es befindet sich in einem guten Zustand und braucht nur noch ein paar Feinheiten. Der Kunde hat zwei Hunde, die feste Familienmitglieder sind. Wenn das Budget reichen sollte, wir ein paar Accessoires für die Hunde besorgen. Ich sehe dich dann da. Oliver Jordan. Es ist immer Oliver Jordan, aber es ist ja Mia, aber der hat uns beauftragt. Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, ja, die beiden hier, das war Mia und erinnert mich immer an Mia Wallace aus Pulp Fiction. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, habe ich schon ewig geguckt, ewig und drei Tage immer geschaut. Also auf jeden Fall richtig cool. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal das Haus hier mit der Doppelhaushälfte. Wir machen mal fix einen Screen. Fotoapparat, ne, machen wir erstmal hier wieder einen Schnappschuss, würde ich sagen. Und dann gehen wir gleich mal hier auf die Aufgaben schon mal drauf. So, dann gehen wir hier mal rein. Eine Doppelhaushälfte. Ach, guck mal. So. Da stolzieren wir gleich rein. Wir haben ja auch gleich schon wieder die erste Entscheidung. Wir müssen noch ein bisschen Bretter wegräumen hier. Ein bisschen Müll. So. Ja, da kommen wir dann in die anderen Räume rein. Da sind ja ganz viele hier. Guck dich das mal an. Ach, du Heiliger. Das ist Garage aber auch hier. Ja, die haben es aber auch nicht zugemüllt hier, ne? Ein paar Kleinigkeiten, ne? Es ist so gar nichts eingeräumt. Ich denke mal, wir müssen jetzt komplett alles gestalten. Aber da sind wir natürlich wieder... Ja, guck mal, hier müssen wir gar nicht malern. Okay. Komisch. Ja, Garage ist fertig. Einfach nur aufräumen. Hm. Ich hätte das ein bisschen anders gemacht. Aber okay, ne? Kunde ist König und deswegen werden wir uns darum auf jeden Fall kümmern. Gehen wir mal wieder raus hier, machen wir die Tür zu. Hier wird auch nichts gemacht. Hier haben wir eine Entscheidung. Also Abstellkammer. Hier haben wir Bad. Okay. Gucken wir mal hier rein. Was heißt das denn hier? Ah, ein bisschen Holz noch. Zimmer streichen. Hier müssen wir auch streichen und eine Entscheidung treffen. Dann haben wir... Ach, hier haben wir zwei Entscheidungen. Da waren wir gerade schon. Eins und zwei. 10 Räume. Wir gehen jetzt mal... Können wir denn hier rüber? Jo. An der falschen Tür. Ach, cool. Wie geil ist das denn? Das ist ja krass. Dass wir es hier auch machen können. Oder rein theoretisch machen könnten. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich würde sagen, wir müssen erstmal die Entscheidung treffen. So, wir sollten diese beiden Wände loswerden und das Wohnzimmer mit der Küche und Esszimmer verbinden. Gehen wir es an, ne, sagt Mia. Ne? Lass es uns abreißen. Und er sagt hier, lass uns die Wände behalten und den Essbereich vom Wohnbereich trennen. Das ist eine gute Lösung für traditionell gerichtete Kunden, die finden, dass ein Fernseher beim Essen stört. Nö, sehe ich anders. Ganz entspannt, Fernseher. Lecker essen. So. Bedeutet, erstmal eine Runde, hör mal, wer da hämmert. So, wir reißen das ganze Ding mal ab hier. So, das kommt weg hier. Lass mal schön den Hammer wieder schwingen. Ne, Tim Taylor, der Handwerkerkönig hier, wieder unterwegs.
haben wir gleich noch eine Entscheidung. Vielleicht sollten wir die auch erst machen, bevor wir was einrichten. Ich weiß nicht mehr, wie ihr das macht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Der eine oder andere hat ja von euch auch das Spiel und der findet das sehr gut. Auch das DLC. Ich finde es auch sehr gut gelungen. Paar neue Elemente werden mit reingenommen. Auch das hier mit den Entscheidungen. Das finde ich auch schon sehr, sehr gut. Ab und zu gibt es immer mal so eine kleine Überraschung. Überraschung. Ne, die wir dann beispielsweise hier bei den Abrissarbeiten haben, wie bei der Männerarbeit, ne, wo wir den schönen Keller gefunden haben, den wir dann noch ein bisschen dekoriert haben mit einem Billardtisch, einem Kicker, ne, so typisch halt, was man da so braucht. Ne, diesmal brauchen wir auf jeden Fall Kinderzimmer, so wie sich das anhört. Warten, bis das alles hier wegspawnt. Das sieht gut aus. So. Dann machen wir nochmal eine Entscheidung. So. Jemand hat bereits angefangen, an der Küche zu arbeiten und sich für ein dunkles Braun entschieden. Sollen wir diese Farbe belassen? Die Idee ist einzigartig. Lass es uns traditionelle Hängelampen machen, helle Möbel mit grauem Granit benutzen. Auf diese Weise harmoniert dieser Raum. Ich denke nicht, dass unsere Kunden mit der Küche zufrieden sind. Ist wie eine Dunkelkammer. Lass uns hellere Farben an den Wänden benutzen. Pendelleuchten würden auch etwas machen. Okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal wieder ihn jetzt hier. Jo. So, Auftrag hat sich geändert. Wir sehen es. Wir müssen hier auch noch einen Durchbruch machen. So wie das aussieht. Die Tür muss wahrscheinlich auch weg, oder? Hier, das müssen wir auch wegmachen, ne? Ja, das müssen wir auch noch weghämmern. So, wir machen jetzt erstmal hier. Oh, oh. Ich glaube, das ist falsch, oder? Nee, ist richtig. Okay. Ich dachte schon. Die ganze Wand kommt weg hier. Oder wird eine neue Wand gezogen? Nee, die muss weg. Anordnung der Räume. Ah, das Bad wird größer, ne? Guck mal hier. Ah, hier machen wir das Bad größer. Okay. Machen wir das mal weg. Man darf aber nicht zu viel wegnehmen. Oh, es sieht so aus, als wäre die Heizungsleitung defekt. Das Leck muss repariert werden. Irgendwo hier müsste der Hauptwasserhahn sein. Oha. Nein. Och nö. Wo ist denn der Hauptwasserhahn? Och Gott. Toll. Oh, reißende Fluten hier. Warte mal, dann machen wir lieber einen Screenshot. Das sieht, glaube ich, lustiger aus. Blub. Ja, ich reiße es erstmal ab hier. Komm. Wir reißen es erstmal ab. Neuen Fertigkeitspunkt haben wir. Ach, guck mal. Neuen Skillpunkt. So. Stählerner Trizeps. Leistung gesteigert. Verbessern. So. Da sind wir auch soweit ready. Das muss auch noch weg hier. So, das bleibt. Da ziehen wir dann nochmal eine Wand. Weil wir lassen erstmal laufen, ne? Ich erinnere mich gleich, dass ich nach der Aufnahme mal kurz auf die Toilette verschwinde. So, wo ist denn der Hauptwasserhahn hier? Müssen wir das hier zudrehen oder was? Warte mal. Wie geht denn das jetzt? Wo ist denn jetzt hier der Hauptwasserhahn? Gibt es den hier irgendwo? Hallo, Hauptwasserhahn. Oder müssen wir die einfach nur entfernen? Wo ist denn der Hauptwasserhahn hier? Hier ist eine Garage, okay. Da habe ich zumindest vorhin nichts gesehen, aber... Müssen wir das Ding jetzt einfach entfernen? Ich weiß es nicht. Jetzt ist hier ein Hauptwasserhahn? Was ist das denn für eine Nische hier? Auch komisch. Hm. So eine Art begehbarer Kleiderschrank oder sowas, ne? Das ist komische Architektur hier. Ja, es läuft. Warte mal, wir machen das mal weg hier. Ach so. Ja, lol. Ich dachte, man musste jetzt wirklich hier, ne? Wir wischen erstmal feucht durch hier. So. Das haben wir auch fertig.
So, jetzt muss ich erstmal wieder ein paar Wände ziehen. Die werden jetzt hier gebaut. Okay. Ziehen wir mal die Wand hier. Einmal. Zweimal. Nee, das war falsch. Ach, das geht da so rein. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Okay, reißen wir wieder ein bisschen ab. Weg damit. Das muss auch wieder weg. Dann geht das hier so rum. Jetzt habe ich es verstanden. So, dann reißen wir den Kram mal wieder ab hier. Und ab dafür. Also jetzt habe ich die falsche Wand wieder abgerissen. Oh Mann. Heute ist echt wieder der Profi hier unterwegs. So, jetzt ziehen wir hier nochmal eine Wand rein, wenn das alles weggespawnt ist. Also einmal hier. Dann müssen wir hier hin. Und jetzt gehen wir hier über die Ecke, ne? Ja, das sieht gut aus. Und hier. So, das haben wir soweit erstmal geklärt. Dann würde ich sagen, machen wir die Tür mal zu. Und hier müssen wir jetzt erstmal die Wände modifizieren mit der jungen Blütenknospe. Ne? Wer kennt sie nicht, ne? Erstmal ab im Hagebaumarkt und die junge Blütenknospe kaufen. Ne? Man kennt es. So. Raus mit der Rolle. Und dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen hier. Hier auch. Jo. Es wird alles in junger Blütenknospe hier gestrichen. Alles. Komplett. Einmal tutto completo hier. So. Und drüber geht's hier. Ihr habt, glaube ich, auch geschrieben in den Kommentaren, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man auch hier die Fliesen so legen kann. Na, einfach linke Maustaste gedrückt halten und dann kann man das anders gestalten. Das Braune sollte ja weg hier, ne? Wandfliesen, Tapete legen? Hä? Tapete müssen wir auch hinlegen. Wo kommt denn die Tapete hin? Haben wir überhaupt schon mal Tapete gemacht? Ich glaube, ist ja noch nicht, ne? Müssen wir mal gucken, wo wir die Tapete dann hinbasteln. Ah, dieses Braun ist echt ekelhaft, ne? Fand ich jetzt auch nicht wirklich schön, deswegen ist, glaube ich, die Idee gar nicht so verkehrt. So, Wandfliesen legen. Tapete, Bambus und Hexagon-Mosaik. Ach du Heiliger. Auch komplizierter ging es wohl nicht. Einrichten müssen wir das jetzt auch. Das sind ja irgendwie nur Renovierungsarbeiten, die wir hier machen. Der Eigentümer wird das dann ja komplett einrichten. So wie das jetzt aussieht hier. Wir machen jetzt nur die groben Dinge hier fertig. So. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Sachen markieren sollte. Komisch. Da wo ich die Mosaik-Dinger hinbaue. Vielleicht im Esszimmer oder eher in der Küche. Müssen wir mal gucken. Mal ein bisschen ausprobieren. So. Machen wir hier die Seite auch nochmal fertig. So, und jetzt müssen wir hier Bambus und so ein Kram hier platzieren. Das reicht aber nie im Leben aus, ne? Nee. Wir streichen da nochmal weiter. Bringt alles nichts. Aber hier könnten wir das machen. Und dieser Raum hier, was ist damit? Leerer Raum.
Oder wir machen den hier. Hör mal. Wir könnten die Wandfliesen nehmen. Für die eine Seite hier. Warte mal. Zack. Kaufe. Erst mal checken, ob das hier auch... Ah, wir können das gedrückt halten. Das meintet ihr, ne? Guck mal. Ah, das ist ja schick. Das ist ja echt schick. So ein bisschen Bambus hier, ne? Hat was. So, das können wir auch, glaube ich, hier noch reinmachen. Ich glaube, das meintet ihr mit dem gedrückt halten hier. Das können wir dann Rinde weiß lassen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann brauchen wir noch das mit dem Hexagon. Okay. Ah ne, guck mal, wir müssen es wirklich komplett einrichten noch, ne? Bodenfliesen. Dunkles Hexagon. War das jetzt? Doch, das war... Waren die Dinger hier? Kaufe viele. Dunkle, wo wollen wir das denn hinpacken? Das könnten wir hier an der Wand machen, ne? Gegenüber. Und den Rest malern wir noch. Das könnten wir so machen, ja. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Nee, das können wir mit dem hier wieder, ne? Nee. Was war das hier, ne? Nee, wo waren das jetzt? Hä? Bin ich jetzt Banane? Ah, ich muss das erst verkaufen. Okay. Ah, jetzt verstehe ich es. So, da können wir das nämlich hier hinbauen. Das geht zum Beispiel. Ja gut, können wir auch gedrückt halten. Irgendwie komisch. Irgendwie komisch hier mit dem Muster. Gefällt mir irgendwie nicht, aber okay. Ist wahrscheinlich Geschmackssache, ne? Vielleicht sollte das vielleicht anders dekorieren. Warte mal. Das mal. Nein! Ach, toll. Jetzt kann ich die Wand hier nochmal abreißen. Toll. Bin ich abgerutscht mit der Bürste. Mensch. Ne, wer kennt's nicht, ne? Ne, gerade noch Fliesen gelegt, aber kurz abgerutscht und schon einmal den Vorschlaghammer vorgeholt. Komm, hau weg hier. Jetzt muss ich das hier nochmal malern, ey. Verdammt. Sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Kann das ja noch umdekorieren. Vielleicht habt ihr da noch mal eine Idee, wo wir das hier machen könnten. Ich glaube, ich streiche das mal wieder hier. Hier die Seite zumindest. Dass wir die Innenrahmen da so weit offen lassen. Und nur hier oben das Ganze noch ein bisschen markieren. So. Irgendwie komisch die Seite hier, ne? Ja, komm, mach die Seite auch nochmal. Dann haben wir das ein bisschen... Ja, so ein bisschen... Einmal ein bisschen Farbe, ne? Ein paar Fliesen, ein bisschen Tapete. Sieht dann vielleicht schon mal ein bisschen abwechslungsreicher aus. Oder wollen wir das hier komplett machen? Nee. Das lassen wir, glaube ich. So, jetzt malern wir nochmal. Den Kram auch noch fertig. So. Also viel Farbe brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr hier. Ja, das ist alle. Der erste Raum ist schon ganz schön groß hier, ne? Guck mal, hier sind wir eigentlich schon fertig, aber mit Weiß, das passt nicht. Nee, das streichen wir komplett hier. Das sieht doch nicht aus.
Aber diese komischen Fliesen, die gefallen mir auch nicht. Aber okay, gut. Sei es drum. So, noch ein bisschen. Ich nehme die Farbe mal mit rüber hier. Die brauchen wir sowieso hier. So, das ist auch fällig. Sehr gut. So, die Innenseite natürlich auch. Da oben die Kanten immer, ne? Das ist total, total komisch auf jeden Fall, dass man das da oben machen muss. Ich glaube, ich stehe mit dem Fuß drin oder so. So, da haben wir das Ganze gemalert hier. Also ich finde das zum Beispiel, das zum Beispiel passt hier richtig gut hin. Beziehungsweise wir könnten noch vielleicht die Ecke hier noch machen. Warte mal, wir verkaufen das mal. Das sieht schick aus. Das hat was. Dann hier vielleicht auch nochmal. Ne, so ein bisschen. Dann malen wir da hinten auch nochmal eine Runde. Dass wir das hier nämlich auch nochmal fertig machen. So, da haben wir das nämlich gleich fertig hier. So. Das passt schon ganz gut. Dann pinseln wir das noch bis hier rüber. Und ja, wollen wir gleich mal gucken. Ne? Das gefällt mir hier noch nicht so ganz. Ne? Vielleicht habt ihr auch nochmal einen Tipp, wie ich das anders gestalten kann. Ansonsten sind wir jetzt hier mit den Malarbeiten fertig. Ich glaube, weitere Malarbeiten waren, glaube ich, nicht vonnöten, oder? Ah, doch, hier müssen wir auch noch ein bisschen streichen. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr noch eine Idee habt, ob wir das vielleicht hier mehr hier rüber packen sollen oder vielleicht nur in der Ecke, oder ob euch das hier gefällt, müssen wir auf jeden Fall einfach mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.